Der Morgen sagt Hallo mit einem Smoothie. So, jetzt gibt es einen großen gemischten Salat mit Paprika und allem möglichen Zeug. Und zum Abend gibt es einen Rettichsalat mit Wildreis. Der Wildreis ist natürlich in Rohkostqualität. Und also einfach eingelegt, habe ich lange nicht mehr gegessen, vermisse ich. Und heute wieder zu Hause angekommen, da startet der Tag endlich wieder mit einem Smoothie. Ja, nach den doch relativ, für meine Verhältnisse ungesunden Tagen mit Hanna in Hamburg und Bremen, habe ich jetzt mal Nachschub aus dem Garten geholt und auch im Garten gerade sehr viele Tomaten gegessen, ein paar Paprika. Hier sind drin Tomaten, Paprika und Äpfel und ja, da habe ich jetzt wieder was in die Spüre. So geil das war, so eine Falafel mal zu beißen oder dieses Eis zu essen und alles so. Ja, aber ich merke, ich freue mich schon wieder richtig auf die frischen Zutaten, auf die reine Rohkost und das tut schon besser. Aber ist auch mal in Ordnung, wenn man, wie gesagt, deswegen bin ich auch Roganer, wenn man auch mal so sündigt. Das gehört dazu und das ist, ja, tut auch gut und ich glaube, da ist auch irgendwas drin in den Sachen, vielleicht für den Geist oder was, was auch gut tut, aber ich weine da auch keine Tränen hinterher, dass ich auch mal ungesund esse. Ich finde, das fühlt sich alles gut an. Ich fühlt sich eigentlich alles gut an. Wirklich alles fühlt sich gut an. So, jetzt gibt es eine Portion getrocknete Äpfel. Und zum Abend gibt es einen Salat, komplett aus dem Garten, fast komplett. Paprika und Tomaten sind aus dem Garten. Und die Zwiebeln bzw. der Wildreis ist nicht aus dem Garten. Der Wildreis ist einfach eingeweicht für 5 Tage und weil Wildreis natürlich kein Reis ist, sondern ein Gras. Und deswegen ist Wildreis auch viel, viel nährstoffhaltiger als zum Beispiel echter Reis. Genau, und diesen kleinen Salat, den gibt es jetzt. Der Tag beginnt heute wieder mit einem Smoothie. So sieht er gemixt aus. Und jetzt gibt es ein Bananendaddeleis. Zum Abend gibt es gedörrte Bananenstücke. Und zwar ungefähr 3-4 Bleche. Was ungefähr so 7-8 Bananen sind. Und hier habe ich einen überlagerten Saft erstanden. 79 Cent für 1 Liter frisch gepressten Orangen- und Mangosaft. Leider pasteurisiert, aber bei 79 Cent habe ich einfach mal zugeschlagen. Jetzt gibt es 4 oder 5 Bleche von den Paprika. Aus meinem Garten habe ich extrem viele. Und die habe ich hier nur mit Kurkuma und ein bisschen Salz gedörrt. Und ja, schmecken total geil und ja. Die werde ich jetzt so ein paar Blecher verdrücken. Und jetzt gibt es wieder etwas aus meiner Dose Apfelchips. Weiß ich nicht, wahrscheinlich so 3-4 Äpfel. Also natürlich in gedörrter Form. So, jetzt gibt es hier den Rest von dem überlagerten Saftgetränk. Und am Morgen startet wieder mit einem Smoothie. Jetzt gibt es eine Portion Wildreis mit etwas Mungbohnensprossen. Und zum Nachtisch gab es noch 6 Feigen, beziehungsweise 3 Feigen jetzt, 3 Feigen jetzt. So, jetzt gibt es 4 Nashi-Birnen, alle schon entkernt und so zum Snacken 4 Nashi-Birnen und ein paar Sonnenblumenkerne. Und morgens gibt es wieder meinen geliebten Smoothie. Ich snacke gerade ein paar Kohlblätter, das ist mein 4. und würde eigentlich Krautsalat machen, oder war ich zu faul und habe ich die Krautblätter einfach so gegessen. So, die Woche habe ich schon mal ein paar Linsensprossen gegessen und jetzt gibt es den Rest der Linsensprossen.